Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Battleblock Theater. Wir sind nicht mehr wieder da mit Lumi, bei der auch die letzte Session komplett drin war. Bei mir gab es ja ein paar Probleme und dann habe ich auch noch meinen Rechner neu machen müssen zwischendurch und war alles verloren. Also, hallo Lumi. Ah, ja, hi. Ich bin im Schrei-Mode. So, mal sehen, wie weit wir es heute schaffen, ne? Ist ja, mal sehen. Also ich bin froh, wenn wir ein Level in einer Folge schaffen. Und ich sage jetzt schon mal, falls ich ein bisschen ruhig bin, es tut mir leid, aber ich habe noch mit irgendwie einem gereizten Hals zu kämpfen von der Erkältung. Dankeschön fürs Festhalten. Wir wünschen dir alle eine gute Besserung. Autsch. Dödüm. Wenn ich nicht sehe, wie wir das machen. Ah, einfach nicht springen. Oh fuck. Aber da dann halt springen. Ja. Oder so, ne? Nach oben wahrscheinlich einfach, oder? Ja, oder halt so. Oh, cool, ich bin weiter. Ganz sicher, wenn ich mir nie dies gemacht habe, aber ich bin hier oben. Ach, verdammt. Musst du doch genau eh zu mir kommen. danke. Verdammt. Da musst du versprechen, mich nicht mehr in Kreissägen reinzuschmeißen. Du tötest immer drei Leute gleichzeitig. Nimmst du mich mit? Nee. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Hab ich nicht in die Kreissäge geschossen? Okay, das war nicht so smart. Okay, aber irgendwie fehlt ein Knopf für uns. Ah, nee, warte mal, wir müssen wieder unten ran. Moment, wir müssen wieder runtergekommen. Du musst unten an diese Feuerdinger ran. Okay, jetzt kommst du eh nicht mehr hoch, ne? Ja, okay. Da drüber springen und dann ach, so komm. Nach unten links. Genau. Okay. Ich glaube, ich habe mal gebraucht. Nur so eine Vermutung. Ups. Aber hier fällt immer noch ein Knopf. Erstmal müssen wir irgendwie einen Knopf drücken, um da hochzugehen. Das stimmt. Ach, verdammt. Ich wollte drüber springen. Dann kommt diese Kreissäge da unten raus. Boah, wie ich sowas hasse. Fingerspitzengefühl spiele? Ja. Deswegen spiele ich dieses Spiel hier auch mit dir. Weil du das hast. Also, Moment. Danke. Ich habe das Gefühl, wir verpassen die ganze Zeit irgendwas. Ich auch, aber was soll ich denn machen? Ja, mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein. Da fehlt ja der Knopf. Wir haben den Knopf für mich nicht gefunden. Hier ist ein Knopf. Da schieben wir dann den Knopf darauf, dann müssen wir jetzt bestimmt zurück, um hier gar nicht Quatsch zu machen. Ach so rum. Ja, aber erstmal nicht aktivieren. Moment. Moment, hab ich gesagt. Kann ich auch mal absichtlich töten? Ich stelle mich dabei zwar in der Regel nicht ganz so geschickt an wie du, aber ich kann's. Ich wollte dich gar nicht töten. Nie würdest du so etwas fies. Mir ist auszusehen, da die Hand weggerutscht. Ist klar. Hier ist doch bestimmt so. Jawoll, sag ich doch. Blau? Okay, wenn du das machst, kann ich ja schon wieder zurücklaufen. Weiß nicht, nö, hier kommen wir eh nicht mehr rüber, oder? Weiter. Weiter zurück kommen wir nicht, würde ich sagen. Oder? Also ich meine zurück im Sinne von wieder weiter vor, aber ich bin mir auch nicht. Ja, aber da oben sind ja auch Knöpfe, die jetzt weg sind. Würden sie doch nicht hinmachen, wenn die keinen Sinn ergeben da oben. Dann bist du nur weiter unten. Sehr gut. So, guck mal, kommt schon weiter. Wie? What? Achso, das hier, ich vergesse das ganze Feuerding die ganze Zeit. Ah. Ja, gehen wir runter. Du musst jetzt schon schneller kommen. Ja. Krass, so. toll. Nee, das klappt nicht. Doch, tut's. Danke. Dann ist es wirklich. Wo bin ich? Da bin ich. Ach nee, wo kommen wir wieder ins Ziel? Ja, das ist. Okay, wir müssen erstmal zum Ziel. Das war jetzt dumm. Das müssen doch wieder zurück. Ja, man kann sich's auch. Scheiße, man kann sich's auch kompliziert machen. Wirf mich! Nicht so. Ich hab dich geworfen. Wie war das mit den Kreissägen?
Du wolltest da rein. Du hast gerade gesagt, wirf mich. Stimmt. Jetzt haben wir es generell schwer gemacht, glaube ich. Weil... Da kommen wir nicht wieder zurück, ne? Ja. Oh, scheiße. Was machen wir jetzt? Moment. Mensch. Das ist aber auch tricky, ey. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal sogar, scheiße, in der kurzen Zeit oder so. Fängt gut an, meinst du? Ja. Lass mich doch mal mit meinem gnadenlosen Optimismus irgendwie überleben und so. Aber die Mucke ist immer noch geil. Ja. Also. Ich habe sehr gut erwischt. Nein, warum hüpfe ich denn immer eins weiter, ich Idiot? Kann doch nicht so schwer sein, einfach stehen zu bleiben. In die Richtung. Nein. Selbst aggressiv bei dem Spiel. Du bist aggressiv bei dem Spiel? Nein, auf mich selber wütend, weil ich so doof bin, das nicht hinzukriegen. Dann solltest du das niemals streamen. Ja, ich glaube, das mögen Leute, wenn man streamt. Also die meisten Leute sind doch Sadisten, die gucken sich das echt nur an, weil sie sich so drüber bäumeln können, dass man raged und dass man alles scheiße findet. Ha, ich hab die... Oder das ist ein Vorurteil. Wer guckt denn ruhige Streamers? Ich? Streamer. Zum Beispiel ziemlich gern. Ja. Soll ich vielleicht doch mal streamen? Bin ja so ein ruhiger. Oh, da ist noch ein Wollknall da oben, ne? Bin noch nicht ganz sicher, wie... Okay, du hast es gekriegt. So, jetzt sind wir zurück, richtig? Ja. Nicht abschlecken. Geht weg. Warum ist hier oben... Warum ist hier oben noch so ein Ding? Achso, das ist von der anderen Seite dann von... Ja. Ne. Geh weg. Ich will nicht abgeschleckt werden. Wieso nicht? Und nicht von Katzen. Gerade von Katzen. Nee. Lieber von Hunden abgeschleckt werden, oder was? Die Hunde haben zumindest weiche Zungen. Katzen haben so super raue Zungen. Finde ich schrecklich. Echt? Und das hat noch nie irgendwie... Haben alle das übrigens. Zumindest alle, das ist doch schon mal gut. Ja, cool. Diesmal habe ich es auch du gesehen. Du siehst es? Yeah. Oh mein Gott, ja. Achso, ich muss jetzt laufen. Oh. Verweiger ich mich echt. Wow. Wow, Spiel, danke. Ja. So, beeilen und so. Oh, okay, hopp. Ich wollte eigentlich werfen, aber irgendwie bist du nicht geflogen. Jetzt. Super. Aber ich glaube, ich weiß, wie es eigentlich gedacht ist. Was eigentlich gedacht ist. Darüber zu kommen. Weil ich da oben ran zu springen. Ja. Aber wenn es mit Werfen drauf ist. Ja, aber da geht ja nur einer. Oh, da muss sich einer von uns die Mühe machen, ohne werfen. Genau, deswegen. Zu überleben. Dem Falle halt du. Nein, nicht die. Aber wenn ich jetzt ins Ziel gehe, dann kommst du ja einfach mit, oder? Ja, ja. Zumindest nach 10 Sekunden. Ja, zumindest versuchen. Ich war ja schon gerade drüben. Oh. Aber ich habe dann unten den Feuerpfeil genommen. Das Feuerding. Hab ich nicht gesehen. Weil ich glaube es dir, dass du drüben warst. War nicht so eine schlaue Idee. Deswegen in deiner Welt ist es bestimmt wahr, dass du drüben warst. Ist voll gemein, ich bin krank, hör auf. Dafür haben wir mein Mindestziel für heute erreicht. Finde ich schon mal sehr gut. Oh, guck mal, hier sind ganz viele Totenköpfe, hier sollten wir hingehen. Hier, Totenköpfe. Jetzt hör schon auf, mir weh zu tun, ich schaff das schon alleine. Verdammt. Oh, siehst du, unrecht gut bestraft der liebe Gott sofort. Okay. Nee, da müssen wir nicht hin. Die verstehe ich nicht, wie ich da irgendwie weiterkommen sollte. Es gibt hier komische Fässer. Steine, die wir wahrscheinlich noch brauchen. Hier. Ah, guck mal, da unten. Wir kommen an die Steine nicht ran bis jetzt. Ich bleib da stehen. Wir können auf die andere Seite rüber.
das können wir machen. Guck mal, hier geht's nicht so wirklich lang, aber es geht lang. Na doch, wenn wir zusammen sind, geht das hier lang. Könnte ich mal bitte aufhören zu sterben? Das wäre irgendwie mal cool. Ich will da hoch. Kannst du jetzt nicht mit? Warte. Hey, du stirbst doch so... Nicht, oder? Stirbst doch nicht, wenn du so stehst. Ja? Nein, eigentlich nicht, aber irgendwie, du bist noch nicht am Rand. Muss. Oh, Moment. Wenn du so weit springst, dann schon. Oh Mann, sie kam, sah und starb. Moment, das geht jetzt aber. Huch. Jetzt? Muss rüberspringen, oder werfen. Ja, aber wohin? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Irgendwas Unsichtbares? Nee, ne? Wahrscheinlich bist du da drüben auf das Ding, auf die... Bist du wieder mit hoch? Ja. Okay, bei mir hast du mich hochgezogen, dann fall ich einfach wieder runter. Nee, bei mir bist du gestorben. Ja, dann schon danach, ja. Also wirfst du mich oder soll ich dich werfen? Werf dich. Verdammt. Wir müssen ganz am Rand stehen. Die ganze Zeit meine Köpfe, ey. Tick zu früh? Okay. So. So, du musst dann oben dich an das Ding festhalten. Ja. Bei Gelegenheit. Und genau, so. Oh, jetzt kannst du. Okay, sehr gut. Okay, jetzt gibt's hier Fliegen. Jetpacks. Und jetzt wird er hochkommen. Da kommt man aber wieder nur wieder zu. Nein, ist doch richtig, wir müssen jetzt hier rechts hoch mit dem Flieger. Ja, Entschuldigung. Autsch. Okay, ich dachte, wir wollen hier hoch. Geh mal schnell. Ja, ich wollte den. Ich hab noch den Dings geholt. Da waren. Wie heißt. Nein! Nicht tun! Was denn jetzt überhaupt? Da liegt's oben. Och. Sie tritt mir einfach in den Rücken. Eiskalt. Das war nicht mal absichtlich diesmal. Wenn ich dich wenigstens absichtlich töte, weißt du, dann ist ja auch okay, aber. Jetzt komme ich nicht mal mehr hier raus. Wir müssen mir das Ding wiederholen da oben. Ja, das muss ich eben auch. So, hier komme ich ohne dich nicht weiter. Komm. Haben wir einen goldenen Hut. Yeah, Papiertüte. Achso. Ein tiefer Fall, oh Scheiße. Du hast den Hut gerade vernichtet. Oh nein, hätte ich jetzt überleben müssen, bis wir angekommen sind? Ich glaube schon. Geht doch gar nicht. Oh verdammt. Wenn du jetzt ihn ins Ziel bringen müssen, doch. Oder halt, der darf nicht ins Wasser fallen zumindest. Bitte sag mir nicht, wirfst du mich mal? Ja doch, werfen ist glaube ich der richtige. Wäre fast gut gegangen. Nochmal. Okay, jetzt bin ich hier drüben, aber du fehlst noch. Ja, und vor allem, wie kommen wir denn an den... Jetzt ist er neu? Nee. Verdammt. Aber ich... Oh, ich kann die Knöpfe drücken. Doch, hier hinten auch irgendwie noch an den... Da. Genau. Aber hier oben ist auch noch was bei mir. Die sind gar nicht real. Nein, die gehen weg. Rechts unten gehen immer wieder weg, weil das Ding so durch die Gegend fährt. It's magic. Ich bin auch so ein Mensch, der bestimmt irgendwie an Gott glaubt, wenn irgendwie, oder Geister, wenn irgendjemand damit verarscht. Jetzt kommen wir wieder hier raus. Ah, dann können wir jetzt zum Exit kommen, ne? Oder gibt's da oben noch? Hier ist doch noch irgendwas. Komm nochmal zurück. Nein, du kommst nicht mehr zurück, oder doch? Doch, ich bin schon da. Hier ist doch mit Sicherheit noch irgendwas. Da ist doch nicht so ein komischer Stein mittendrin. Das ergibt doch keinen Sinn sonst. Oder müssen wir noch nicht alle, oder? Oder müssen von oben ja, ran. Da oben ist genau ein Ding frei bei der Säge. Ja gut, dann müssen wir halt nochmal zur Säge. Komm mal. Eile dir zu Hilfe. Ja, danke. Gute Hilfe. Du brauchst mich hier. Ja, ich merk's, dass ich dich brauche. Jawohl. Immer noch nicht alle, aber so langsam sollten wir vielleicht ins Exit, oder? Welche fehlen denn noch?
Wahrscheinlich da oben irgendwas, wo wir runtergefallen sind, aber da müssten wir jetzt nochmal irgendwie ganz zurück. Vielleicht sollten wir uns irgendwie werfen. Und plus Anlauf holen. Hier fehlt doch noch was. Hier. Oh. Autsch. Und dann links oben ist auch noch einer. Ah, da, ja, von ganz oben kommst du da wieder ran. Scheiße. Soll ich dir helfen? Wo? Nee. Ich schaff das schon. Bist du sicher? Willst du mir denn überhaupt helfen? Ich schaff das ja auch alleine alles. Halt ich einfach hier stehen. Also ich hab zumindest das Ding hier. Aber trotzdem, der Wolkenhörer fehlt noch. Dafür brauchen wir wahrscheinlich zwei da oben, denke ich. Werfen oder schmeißen, ja, oder? Da oben, wo die Dinger weggehen, müssen wahrscheinlich zu zweit draufstehen, dann schnell werfen. Mann, wenn wenigstens die Kanone nicht mehr. Kannst du doch auf die Kanone draufstellen, dann ist doch safe. Ja, aber ich muss ja erstmal da hinkommen, um mich da draufzustellen. So, war gar nicht so schwer. Da rechts hoch und müssen beide draufstehen. Ja genau, halt mir fest. Dann? Nur jetzt? Ach verdammt. Ich wollte ein Timing machen, wir müssen halt beide draufstehen. Will ich meine Lade links werfen. Ja, das könnte sein. So war meine Idee. Warte mal. Jetzt. Ui. So, und alles andere hast du gemacht, ja? Denn ja, das Boot ist hier unten. Yay. Und so gut. Relativ schnell gerade, ja. Ja, ich möchte uns selber ganz anerkennend auf die Schulter klopfen. Erstmal selbst beneißen. Ja. Also ich klopfe dir auf die Schulter und du klopfst mir auf die Schulter. Man kann sagen, AK, Eigenlob stinkt. Nein. Also auf jeden Fall besser als die letzten Runden davor. Also ich es ist ja kein Eigenlob, weil ich lobe ja dich und du lobst mich. Aber du hast gesagt uns, du hast dich auch mitgelobt. La, jetzt mal auf hier so meine Wörter zu analysieren, das ist mein Job. War da rein? Ja. Das war zu offensichtlich. Einer links, einer rechts, oder was? Du siehst zumindest nur da raus. Nee, das funktioniert nicht, ich komme nicht weiter. Okay, dann fangen wir mal mit Ober, brauchst du mich rechts. Mit Werfen wäre es vielleicht gegangen. Aber ich glaube, hier brauchen wir auch Werfen. Müssen uns wieder getimed drüber werfen. Du fliegst nur irgendwie nicht. Warum fliegst du nicht? Du hast mich gegen den Deckel da geworfen. Okay, warte mal. Nee, komm nicht so weit. Okay, warte mal, hier gibt's jetzt ein Fass. Hello. Oh my goodness gracious. Was ist? Jetzt wäre mit deinem Begleiter-Cube an. Ja, den will ich hier mitnehmen. Verdammt, habe ich verletzt. Ich glaube, du hast ihn so fixiert, dass man ihn tatsächlich nicht mehr mitnehmen kann. Niemals. War nicht hier oben hin vielleicht? Dann geh doch da hin. Der kommt aber nur zu zweit hin. Dann geh doch da hin. Picknet. Meine Güte. Du bist voll das Mädchen. Oh, ich bin ja auch krank. Oh Gott, Schweine und... Du musst, glaube ich, nach rechts mit dem Ding und dort auf jeden Fall die Sachen rausholen. Hä? Also du musst auf jeden Fall links unter dich mit dem Jetpack. Ja. Du musst auf jeden Fall links unter dich. Erstmal das andere machen. Spring mal hoch und lass los. Nein, wenn du das Ding hast. Jawohl. Das war vielleicht ein bisschen unsinnig, mich da hochzuschicken. Okay, warte mal. Du musst die Jetpacks nochmal holen, würde ich behaupten. Du musst nämlich auf jeden Fall links runter, denke ich, oder? Was so wegen sonst da? Button, der da ist, meinst du? Ich glaube, da brauche ich aber das Schwein. Du meinst nicht, du kannst aber durchfliegen? Du kannst rechts runterfallen. Guck mal. Da, wo dieses Ding immer an- und ausgeht, aber da, wo das Fass ist. Da kannst du durch die Wolke durchgehen. Ich kann nicht über die Dinger drüber. Doch, oder? Da musst du lang. Komm da nicht drüber, ich kann nicht so weit springen. Dann muss ich wieder hochkommen zu dir. Weil hier unten geht es definitiv nicht lang ohne das Schwein. Wir müssen hier wieder hoch. Schwein? Schwein da? Verdammt.
Verdammt, quasi, war zu schnell. Was? Um hochzunehmen. Jetzt habe ich irgendwie die Dinge verbraucht. Hoch und lass dich werfen oder wirf mich. Wirf mich. Nicht gut? Nein. So, und ich komme jetzt. Komm, was haben wir jetzt davon? Zu dir. Frei ist frei. Ich will aber irgendwie zu dir kommen. So, da bin ich schon. Oh shit, ich hätte aufs Schwein springen müssen. Ich will Schwein haben. Yay, ich hab Schwein. So. Soll ich irgendwas aktiviert? Schwein muss jetzt dort lassen. Oh. Hätte ich jetzt da bleiben sollen? Ich habe wohl das Schwein, und du dort bleibst, ja, okay. Reicht doch, wenn das Schwein dort ist. Ist der jetzt aktiviert, der Button? Ich denke. Nein, nicht du. Oh. Ich bin da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich denke schon, dass jetzt aktiviert ist. Ganz blöde Situation gerade. Warum? Nein, zurück, hier geht's nicht weiter. Ach so. Was willst du hier? Doch, es geht weiter. Au. Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, haben meine Eltern immer gesagt. Wurdest also als Kind misshandelt. Ein bisschen geklapst. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt oben rechts hin. Wow. 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 Wohin? Das da Block. Autsch. Ja, ich und denke don't dahin. Die. Danke für den Hinweis. Don't die. Die Ente ist einfach überhaupt nichts nützt, wenn ein bisschen was zu sagen. Versuch mal weniger zu sterben, hier ist aber ein Block. Da kommst du nicht weg. Den kriegst du aber nicht weg. Ja, aber vielleicht... Ich denke zwei, rechts. Schaffen wir das dann, wenn wir den Knopf da haben. Was anderes als das Schwein da unten abstellen, bleibt dann ja wahrscheinlich eh nicht übrig, ne? Ja, deswegen ja. Oh, scheiße. Drei Blöcke, zwei davon sind safe, den dritten erwischt Lumi. Es war in der Tat wahrscheinlich ja nicht getötet zu werden, ne? Scheiße. Stress. Jetzt kannst du Dinge wegziehen, da komme ich mit runter. Dankeschön. Was machen wir jetzt mit da links? Doch da hin. Oder nicht? Bin ich toll, extra für dich. Ein wahrer Gentleman. Der legt seinen Mantel über die dreckige Pfütze, damit ich drüber laufen kann und so. Hat das nicht früher so gemacht als Kavalier? Ja, die Zeit sind mal vorbei, würde ich mal behaupten. Okay, wir müssen da oben was machen. Jetzt zu spät. Hätte auf dem Knopf bleiben sollen. Oder zurücklaufen. Ich kann doch hier zurück. Auf welchen Kopf wolltest du bleiben? Der da. Meinst du den Knopf links unten hätte zu bleiben müssen? Ja. Ich denke, wir müssen das Ding hier nach rechts bringen. Was damit machen? Mitnehmen? Das scheint mir so unlogisch. Wenn du hier das Ding aktivierst, dann fallen die beiden Fässer runter und die können. Aber wir haben keinen weiteren Knopf gefunden bis jetzt. Ja, aber ich glaube, das Schwein aktiviert den Knopf nicht. Na, dann geh doch mal zum Schweinchen. Und geh du da rein. Aber das Schweinchen steht da jetzt und ich komme da nicht mehr hin. Kommst du nicht allein dahin? Du kannst du nicht einfach durch. Hier. Nein, zack. Ich komme dahin, aber ich komme nicht dahin, wo das Schwein ist. Das Problem. Mach, wo bin ich jetzt gelandet? Ach komm. Ich glaube nicht, dass sie unlösbar, also wenn man einen Fehler macht, unlösbare. Verdammt. Hätte ich einfach auf dem Schwein draufsitzen bleiben müssen. Das glaube ich nicht. Ich denke, das aktiviert es trotzdem. Meinst du, es muss irgendwie anders gehen? Wir machen es halt irgendwie anders. Also, ich mein, bin zwar noch nicht ganz sicher wie, aber.
Komm ich bis dahin? Wir haben doch hier vorhin unten rechts irgendwas deaktiviert, irgendwelche Knöpfe. Wie kommen wir denn da hin? Hier unter uns. Das ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, irgendwo fehlt uns noch ein System. Da müssen wir auch irgendwie reinkommen. Oder musst. Ach, nee, das ist auch auf jeden Fall ein Knopf. Du musst mit dem Wind. Katze töten. Ja, genau. Moment. Ich vermute mal, ich muss das aufmachen. Hier anlassen? Nee. Vielleicht im richtigen Moment. Musst aber erstmal ausmachen. Ja, aber dann musst du auch. Du musst es auch im richtigen Moment anmachen, vermutlich. Wie fliegt's denn ohne? Nee, da! Da hättest du es wieder nach links schmerzen müssen. Ja. So, tada! Jetzt bestimmt links oben, rechts oben der Knopf, dicke Dingens bummst. Genau. Gott, sind wir gut. Hat nicht mal irgendwie mehr als 5 Minuten gedauert. Das Gefühl, ich habe die Uhr nicht im Blick. Ich glaube, es sind gerade 10 an dem Level hier dran. Nein. Lügst. Wenn meine Uhr, wenn ich die richtig gelesen habe. Moment, nee, oben bringt ja gar nichts. Du kannst die Uhr nicht lesen, das ist... Das unterstellt pure Verleumdung. Sie eine Unfähigkeit, verdammt. Nein, wir sind einfach besser als deine Kenntnisse, die Uhr zu lesen. Ach du. Ich sage ja, du unterstellst mir Unfähigkeit. Ja. Und ich gebe es zu. Macht es das besser oder schlimmer? Weiß ich noch nicht. Autsch. Wofür brauche ich das hier? Dann musst du nicht einfach... Boah, verdammt, ist mir runtergefallen. Ich da eigentlich. Vielleicht ist links oben noch irgendwas versteckt. Oh, scheißegal, Hauptsache wir kommen jetzt hier mal weiter. Oh. Ja, wir haben vergessen. Ganz schlau. Ja. Oh Gott, war das geschickt. Kommst du da jetzt noch irgendwie hin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nämlich nicht, tatsächlich. Ob man denn dann mit dem Jetpack vielleicht irgendwie? Ja, muss die Jetpacks da mitnehmen, ja. Boah, aber bis dahin, die brauchen sich doch auch. Du darfst ja nicht doppelt springen. Du darfst ja nur einfach springen. Das stimmt, dann ja. Dann brauchen sie sich nicht auf. Oder du darfst maximal nur einmal. Ja, du darfst nur in die Luft springen, genau. Ach, verdammt. Ja, direkt mal schon mal zweimal benutzt, sehr gut. Ich glaube, man kommt aber auch nicht anders rüber. Werfen. Jetpacks werfen, meinst du? Nee, wenn ich dich werfe sozusagen, wenn du ein Jetpack hast. Ja. Also du brauchst 2 Jetpack-Ladungen am Ende. Jetzt kannst du da, glaube ich, ohne... Großartig, jetzt von da aus kannst du 2 Jetpack-Ladungen bis hoch nehmen. Von da aus? Oder du gehst hier rechts noch hoch, ja. Und dann wieder nach links und dann hast du 2 Jetpack-Ladungen noch. Ah, reicht sogar eine. Guck mal. Oh shit, aber das hat eh nicht gelangt, glaube ich. Wollte ich dich eigentlich helfen? Ja, theoretisch eigentlich. Hat gut geklappt, ne? Ja, wenn das kleine Wörtchen eigentlich nicht wäre. Und theoretisch und ich wollte helfen. Theoretisch? Oh, toll! Du hast noch kein Jetpack benutzt, komm, geh! Jetzt hab ich Angst. Ich mach dir gleich Angst hier. was macht der denn? Geht doch. Okay. Aber irgendwo fehlt immer noch was. Links und rechts unten. Wir müssen wieder ganz nach oben und dann den Teleporter, glaube ich, wieder zurück. Ja, das klingt für mich irgendwie plausibel. Ein bisschen Weg versperrt? Ich bin da vorhin auch durch. War gerade im ersten Moment so aus. Oh, so ist es mal einfach, Kristalle zu kriegen, oder? Ja. Tschüss. Ja schon, ich komme ja schon. Immer mit der Ruhe. Und ihr könntet du mir mal erzählen, was ein Derp ist. Weil die wusste bis jetzt noch nicht, was das ist, dieses Wort. Derp. Beziehungsweise vielleicht habe ich es ja auch bis dahin schon selber gelinkt, aber
Weil ich habe gesagt, der Charakter sieht aus wie so ein Derp-Modus. Aber wollen wir hier vielleicht erstmal eine kurze Pause machen? Aber Schweine... Na gut, okay. Wir können auch das nächste Mal Schweine machen, aber Schweine sind Schweine. Aber auf Schweinen Pause zu machen ist super. Kannst du was zum Knuddeln, schön warm. Oh. Und wenn du Hunger hast, kannst du es essen. Ja. Du Unmensch... Nee, du Unschwein. Ich bin Vegetarierin, ich darf nicht also, Tiere dann, machen. Ja? Diese Folge war es wieder. Wir haben uns, glaube ich, gar nicht so richtig angestellt, für lange nicht gespielt. Und wir danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.